Ich bin der Flammer Schala von der Firma Fokus Strategie GmbH der Grendelstrasse 19, Grendel 19 in 6004 Luzern und gebe online Unterricht in Mathe. Wir haben den Dienstag, 3. August 2021. Wir haben die Aufgabe 2b und die sieht so aus oder die sieht folgendermaßen aus. Ein Zweitel, also 1 geteilt durch 2 mal in Klammern 5 geteilt durch 2 mal x minus 7. Gleich 21. Die Frage ist, was ist da für die Lösung jetzt? Nehmen wir zuerst mal die Klammern weg. Dann schreiben wir auf 1 Zweitel mal 5 Zweitel mal x. Wir können auch x oberhalb, also über dem Bruch schreiben. Und minus 1 Zweitel mal 7. Das ist das gleiche wie 7 geteilt durch 2. 21. Jetzt nehmen wir die Zahlen zusammen, da haben wir 1 mal 5, das ist 5. Und unten dran 2 mal 2, das ist 4. 5 Viertel x oder 5 mal x geteilt durch 4 minus 7 Zweitel, das ist 3,5. Schreiben wir mal 7 Zweitel hin. Gleich 21. Jetzt rechnen wir auf beiden Seiten mal 4. Dann haben wir hier 4 mal 5x über 4. 4 wird weggefallen. Dann haben wir hier 4 mal, beziehungsweise um wirklich korrekt zu sein, 4 mal in Klammern 5x über 4 minus 7 Zweitel. Gleich 4 mal 21. Wir sind ja bei einer Gleichung. Das heisst, wir müssen auf beiden Seiten immer die gleiche Rechnung ausführen, die gleiche Operation durchführen. Jetzt nehmen wir hier die Werte zusammen, also Klammern weg. 4 mal 5x über 4 minus 4 mal 7 über 2. Gleich 4 mal 21, das ist 84. Das 4 fällt hier weg. Und dann haben wir dann 4 geteilt durch 2, das ist 2. Oder wir schreiben es kurz auf, 5x minus 2 mal 2 mal 7 geteilt durch 2 gleich 84. Das 2 fällt jeweils weg, also haben wir dann noch 5x minus 2 mal 7 und das ist eigentlich 14. Also 5x minus 14 gleich 84. Jetzt rechnen wir auf beiden Seiten plus 14. Dann haben wir hier einen 5x minus 14 plus 14, also das 14 fällt weg und auf der anderen Seite 84 plus 14. Das geht 98 auf der einen Seite und auf der anderen Seite 5x. Jetzt teilen wir das durch 5 und dann haben wir 5x geteilt durch 5 und 98 geteilt durch 5. Dann haben wir hier x gleich 98 geteilt durch 5, was geht auch das? Wir wissen 95 geteilt durch 5. Also 98 geteilt durch 5, das können wir einfach in den Taschenrechner eingeben. Und wenn wir keinen zur Verfügung gerade hätten, kann man das auch aufteilen in 95 plus 8 geteilt durch 5. Oder dann noch weiter in 50 plus 45 plus 8 plus 3. Natürlich nicht 8, sondern 3. Plus 3 geteilt durch 5. Und das kann man wiederum aufteilen in 50 durch 5 plus 45 durch 5 plus 3 durch 5. 50 geteilt durch 5, was geht das? Das geht 10. 45 durch 5, das geht 9. Wir haben schon mal 10 plus 9, 19 und dann noch plus 3,5, was ist das? Das ist 0,6. Ja, also wenn man 1 an 5 Personen verteilt, dann geht das 0,2 und dann mal 3, dann ist man bei 0,6 oben. Also geht das Resultat 19,6. Und mit dem haben wir auch die Lösung berechnet. Also das ist unser x. Ja, also x gleich 19,6.